Wir spielen heute Wer wird Millionär, okay? Warte, ich kann euch schon hier Hypey-Hintergrundmucke anmachen. Entweder ist Ronja Big Brain oder es wird peinlich. Das ist der Plan, ja. Also ich hoffe sehr, dass ich Big Brain bin, aber we never know. Es könnte auch embarrassing werden. Alrighty, dann spielen wir nochmal. Ich bin Fan von Julie. Julie fühle ich mich am meisten verbunden. Die ist so alt wie ich, die macht das Gleiche wie ich. Okay. Let's go. Seid ihr hyped? Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Unsere Teilnehmer werden alles geben, um die höchste Stufe unseres Spiels zu erreichen. Okay, ich bin Teilnehmer. Wo machten sich im 12. und 13. Jahrhundert die Kreuzfahrer breit? Kreuzfahrer breit? Ich sag Beirut, das ist das Einzige, was ich kenne. Okay, ich wähle D aus. Ich hab's eingeloggt. Sicher? Ja. Ja, das ich bin ist sicher. Definitiv meine Der Computer Antwort. Hat ihre Antwort bestätigt. Wir spielen Wer wird Millionär. Okay, kurz verschnaufen und dann weiter zur nächsten Frage. Let's go. Hier ist eine neue Frage für Sie. Was ist ein Café Liégeois? Oh Gott, ich würde sagen C. Ich sag ein eiskaltes Dessert. Ich habe legit so keine Ahnung. Ich bin so lost. Ich habe keine Ahnung, was Allgemeinbildung angeht. Ich bin straight up super inkompetent. Okay, wir haben noch 8 Sekunden. Ich nehme jetzt ich C. Ich habe Vertrauen zu C. Wir nehmen C. Okay, wir nehmen C. Ja. Julie? Sind Sie sich sicher? Das ist Nein, definitiv ich bin mir nicht meine Antwort. Ist getroffen. Wir fliegen raus. Muss es sein, ist es auch. Oh! Wir sind so gut! Und schon wir wieder sind eine so Stufe gut. Geschafft. Wir sind so gut! Look at it! Wer war mit dem Flievertüt unterwegs? Ich weiß es nicht! Ich kenne nur Annie und Bert! Und die waren... Weiß ich nicht, ob die das waren. Ich habe davor nur Einer sagt Robbie und Tobi. Seid ihr euch da sicher? Okay, dann glaube ich dir. Die richtige Antwort, also C. Gut. Dankeschön! Ich habe mir die nötige Go Zeit Chat. Genommen. Und das hat sich gelohnt. Go Chat! Ich google Nun das kommt nicht. Eine ganz wir, neue sind, Frage wir sind ehrliche Spieler. Welche französische Süßigkeiten wurden von 2 Karmelitärinnen populär gemacht, die sie zubereiteten, verkauften und ihre Unterkunft bezahlten? Okay, französische Süßigkeiten. Crêpe Suzette ist zwar französische Süßigkeit, aber ich würde es nicht als Süßigkeit sehen. Ich würde Macarons nehmen. Was war während der französischen Revolution eine gute Antwort? Ich glaube, Macarons sind mein bester Guess. Come on. Sollen wir das so das notieren? Das ist ja, definitiv meine Antwort. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige hingucken. Antwort an. Prima. Wir sind so gut! Ja, Chat, und schon go. Wieder eine Stufe so geschafft. Gut. Es läuft super. Wie heißt das Spiel? Wer wird Millionär? Ist, ja, ist es läuft Frage super, Julie. Morgens um 7 ist nach einem Romantitel von Eric Malpass die Welt noch keine Ahnung in Ordnung? Im Tiefschlaf? Todmüde? Dunkel, es könnte alles sein. Haben wir einen Joker? Es klingt so, aber das klingt nach einem Roman und dann... Ich sage im Tiefschlaf. Ich sage mal, im Tiefschlaf. Die Welt ist noch im Tiefschlaf. Ja, sind Sie davon das ist über definitiv Sie haben Ihre meine Wahl Antwort. Getroffen? Ja, ich habe Schauen meine Wahl wir uns getroffen. Jetzt die richtige Antwort an. Oh, das ist no! falsch. Es tut mir leid. Man darf es nicht so eng sehen. Ihr hattet ich recht. Ich habe ja nicht alles verloren, I'm oder? I'm sorry. Ich biete mehr als 60 Jahre Allgemeinwissen. Der Wenn das Margaret. Nicht für den Sieg reicht, was dann? Damn. Hoffentlich sind unsere Kandidaten bereit, denn nun heißt es... Wer wird Millionär? Okay, der Gott Amor wird oft mit Wasser in den Händen dargestellt. Pfeil und Bogen, das ist ein Freebie. Das ist ein Freebie. Damit wir uns einig sind, haben Sie Ihre Wahl getroffen? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Insofern ist das richtig. Wo endet die Hexe in Grimms Märchen Hänsel und Gretel? Guck mal, das sind Fragen, die ich kann. Das ist ein Easy A. Das ist ein Easy Lock. Sollen wir das easy so notieren? Easy Lock, überspringe ich. Ja, das Go! Ist richtig. Welche Reimform gibt es wirklich? Ich glaube Schüttelreim. Ich glaube Schüttelreim. Also ich hatte das vor 6, 7 Jahren in der Schule. So Reimform. Und ich glaube, es gibt Schüttelreime. Oh. Na, ob es wohl die richtige Antwort ist? Das ist definitiv meine Antwort. Das war eine gute Wahl. Ein fünfzeiliges, meist humorvolles Gedicht nennt man Belfast, Dublin, Cork oder Limerick. Ich glaube Limerick. Na. Aber wir müssen durch die frühen Fragen müssen wir. Muss es sein, ist es auch. Damn, das ist ich gut. Fühle mich großartig. Ich fühle mich auch Ordentlich großartig. Und geistig. Das merkt man. Sorry an meine Nachbarn an der Stelle. Nun kommt eine ganz neue Frage für Sie.
Was ist keine Kinderkrankheit? Scharlach ist eine Kinderkrankheit, Mumps ist eine Kinderkrankheit, Röteln, Seepocken ist keine Kinderkrankheit. Also, das ist ein Freebie. Ich wähle B. Ja, aber... Wunderbar. Diese Summe ist schon mal sicher. Let's go, boys! Wie heißt ein chemisches Element aus der sechsten Nebengruppe des Periodensystems? Hat irgendjemand von euch Chemie? Wolfram. Wolfram, Allgemeinbildung ist da. Eine Entscheidung muss getroffen werden. Wir schreiben C. Dann nehme ich D. Das ist absolut richtig. Franz Kafka schrieb den Roman, das weiß ich. Die Verwandlung kommt jetzt. Oh, Scheibenkleister, das weiß ich nicht. Oh, Ich habe mich safe gefühlt. Also ich würde jetzt für C gehen, rein vom Gefühl her. Aber es könnte auch B sein. Es ist ein Joker. Ich lasse die Zeit auslaufen und dann nehmen wir einen Joker. Dann finden wir auch raus, ob das so funktioniert mit den Jokern, okay? Schade, die Zeit ist abgelaufen. Wer ist der Millionär, Mann? Wie setzt man denn den Joker ein? Okay, chillau. Es freut mich, hier zu sein. Jetzt müsst ihr nur noch diese Fragen beantworten. Das ist unser Run, okay? Massimo ist unser Run. Unsere Kandidaten sind bereit und können es kaum erwarten. Welche Farbe hat Wasabi? Grün. Prima. Ein brillant erzielter Erfolg. Okay. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Wer hat in der Bibel Abel getötet? Ich habe legit so wenig Ahnung von der Bibel. Cain. Das ist Cain. Das ist C. Das ist ein C. Das stimmt. Ich nehme mir die Zeit nachzudenken. Das lohnt sich. Stimmt. Okay, welche Haut ist kein Bestandteil des menschlichen Auges? Es ist Biologie. Ich bin gut in Biologie. Hornhaut, Netzhaut, Hornhaut ist falsch. Nee, Hornhaut ist richtig. Verdammt, Gänsehaut. Die richtige Antwort herauszufinden. Also der erste Run war so rough im Vergleich. Also da habe ich mich durch die Fragen durchgestanden. Ja, das ist gar nichts. Ich habe nur geraten. Ich habe zwar vieles richtig, aber ich habe nur verloren. Ich war gut. Welches Gewürz kann zur Herstellung des Wirkstoffes von Tamiflu verwendet werden? Ich habe in meinem Leben noch nie gehört, was Tamiflu ist. Wir nehmen hier einen Joker, okay? Wir nehmen den Publikumsjoker. An unser Publikum, bitte stimmen Sie nur ab, wenn Sie sich Ihrer Antwort sicher sind. Jaha, echter Sternanis. Guck, ich hätte nämlich Kurkuma getippt. Das ist gut, mein dass wir den Publikumsjoker genommen haben. Okay, C. Muss es sein, ist es auch. Okay, we got this. Worum handelt es sich bei einer Espuma? Das weiß ich nicht. Schaum? Sahne? Ihr sagt alle C und D. D ist, glaube ich, falsch. Ich sag auf Schaum. Genau. Ich bleib bei meinem Bauchgefühl, okay? Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt. Ich bin überhaupt nicht von meiner Antwort überzeugt. Ihr sagt alle C. Und da haben wir die Sicherheitsstufe. Ihr seid Lügenbolde, seid ihr! Okay, ich höre nicht mehr auf den Chat. Ich höre nicht mehr auf den Chat, ich höre auf mein Bauchgefühl. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Never trust the Chat. Was war zu keiner Zeit eine Währungseinheit? Finnmark kenne ich nicht, Reichsmark kenne ich, Rentenmark kenne ich nicht. Rentenmark ist falsch. Ich werde D nehmen. Damit wir uns einig sind. Definitiv meine Antwort. Ob es wohl die richtige Antwort ist? Rentenmark richtig. Es ist traurig, aber so ist das Spiel. Dies ist leider nicht die richtige Antwort. In welchem Restaurant würdest du Maki bestellen? Japanisch, denn Maki ist Sushi und ich bin großer Freund des Sushis. Diese neue Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. Der griechische Gott Pan wird mit den Beinen welches Tieres dargestellt? Ich habe keine Ahnung von griechischen Göttern. Aber wenn die Beine haben die meistens Ziegenbeine, right? Kennt ihr euch aus mit griechischer Mythologie? Denn ich tue es nicht, okay? Absolut 0 von 10 griechische Mythologie-Punkte. Das stimmt. Prima. Damn, nice. Danke, Chat. Es ist unser letzter Run, okay? Es hängt an allem. Wir nutzen unsere Joker. Aber das ist unser letzter Run. Welche Wesen tauchen in vielen germanischen Sagen auf? Das sind Elfen. Das ist eine Freebie-Frage. Ich mag Freebie-Fragen, weil die helfen uns, unsere Joker zu konserven. Ja, das ist richtig. Schlimm, wenn nicht. Das wäre ein Skandal, wäre das. Sache. Welche dieser S-Bahn-Schalentieren sind keine Muscheln? Austern, Miesmuscheln, Wellhörner, Muscheln. Wie so nehmt ihr Ahnung, einfach Muscheln als Antwort? Welche Schalentiere sind keine Antwort Muscheln? Sie haben ihre ich glaube Muscheln. Ja, genau. Also Freebie-Fragen nehmen wir mit. Wir glauben nie verloren. Die nehmen wir mit. Wie heißt Schwarzwälder Kirschtorte auf Englisch? Das kriege ich vielleicht noch hin. Bleibt bei den Ätzens-Fragen. Black Forest Cake ist, glaube ich, falsch.
Bavarian Cake ist, glaube ich, richtig. Cherry Cleffe habe ich noch nie gehört. Und Strudel ist kein englisches Wort. Wir bleiben bei Bavarian Cake. Also, ich würde natürlich B sagen. Ihr schreibt komplett andere Sachen. Ihr schreibt schon wieder komplett andere Sachen. Aber ich habe eine Sache für mich erkannt. Und zwar, dass ich nicht auf den Chat höre. Raten reicht leider nicht. Als ob aus, das um einfach übersetzt wird, das Wort für Wort. Das ist doch Troll! Das hätten wir wissen können. Ja, das ist 1:1 übersetzt. Macht es Sinn. Ich habe noch nicht gedacht, dass sie das 1:1 übersetzen, okay? Aber das war's mit diesem Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann cool. Wenn nein, dann vielleicht nächster Stream.